Ja, herzlich willkommen zurück auf wie auf jetzt Pfad. Ja. Was ist das? Das ist nicht heute. Ihr habt es wohl eilig, zu den Verhandlungen zu kommen. Verzeih, aber unsere Sache duldet keinen Aufschub. Man sieht's an den Leichen, die euren Weg pflastern. Na gut, ich habe ohnehin gehört, was ich hören wollte. Und zwar? Es gibt nun einen rechtmäßigen Thronfolger in Adam. Es wird Frieden geben. Was will man mehr? Fürst Stannis, ist er hier? König Stannis. Er wurde vor 2 Tagen in Wengerberg zum König gekrönt, wie uns die Boten mithalten. Alle sind sich einig, dass er ein guter König wird. Das kennen wir ja schon. Fürst Stannis. Giftmörder, Feigling, Betrüger. Er ekelte sich, als er zu den Bauern sprach. Er versteckte seine Verachtung nicht. Lynchjustiz hatte er nicht verdient. Das war nicht Saskias Art von Gerechtigkeit. Fürst Stannis der Erste, Sohn Demavens des Dritten, wurde der 17. König von Edirne. Er gewann die Herzen vieler Menschen und wurde Hoffnungsträger des Landes. Das zerstörte Königreich brauchte einen Herrscher, dem seine Untertanen am Herzen lagen. Dieser Herrscher sollte Stannis der Erste werden. Die Buntglasfenster sind immer noch so. Wer hat sich die ausgedacht? Hallo Katze. So. Um die Wärter hast du dich ja schon gekümmert. Ich hasse dieses Ordenspack. Tugendbolde sind sie nicht, aber die hier haben auch nur ihre Pflicht getan. Offenbar nicht gut genug. Können wir gehen? Ja. Ja, es ist Zeit. So. Machen wir dem endlich ein Ende. Jetzt können wir nicht mehr eingreifen. Wir konnten wir ja mit Riss. Und wir können einfach reinmarschieren, so eine Möglichkeit. Ob dir das nun gefällt oder nicht, Nathalys. Temerien wird geteilt. Es ist zu seinem Besten. Zum Besten des gesamten Nordens. Die vereinten Streitkräfte Kettwens und Redaniens beenden die Kämpfe unter den Adelsgeschlechtern und sorgen von Gorswelen bis Illander für Frieden. Temerien wird zu einem zweiten Pontartal. Welches, wenn ich nicht irre, zurzeit unter Edirns Herrschaft steht? Und ob ihr irrt, Radovid, Bergen ist frei. Frei? Was soll denn das heißen? Das Pontartal gehört nicht mehr Kettwern oder Edirn. Wir haben Fürst Stannis verjagt. König Stannis? Und dann haben wir noch Hänsels Armee besiegt. Weib, deine Truppen sind ein Haufen aufständischer Bauern und elfischer Freischärler. Früher oder später müssen sie jemandem den Fahneneid leisten, sonst werden sie zerschlagen. Das Pontartal wird einen Eid auf Königin Saskia schwören. Als unabhängiger Staat befürworten wir die Einsetzung von Kammer und Rat. Du bist eine einfache Frau aus dem Volk. Die einzige Krone, derer du würdig bist, ist ein Feldblumenkranz. Redanien wird diese Krönung nicht anerkennen. Die Wahl ist euer, König Radovid. Zerschlagt ihr Temerien oder greift ihr das Pontartal an? Henselt, letzter vom Stamm des Einhorns, hat versprochen, ein freies Wergen anzuerkennen. Philippa Eilhard kann das bezeugen. Philippa Eilhard ist des Staatsverrats angeklagt und meine Gefangene. Das war sie, Radovid. Sie ist es nicht mehr. Ihr Platz ist in Wergen als meine königliche Beraterin. Was wir in Wergen erreicht haben, war für die Katz. Wir haben das Stilett. Noch gibt es Hoffnung. Wie bereits festgestellt wurde, ist das Dokument, in dem das Statut der Kammer festgelegt wird, eine getreue Kopie des Statuts, das man in den Ruinen auf Tanet fand. Doch viel wichtiger als das ist die Ernennung königlicher Berater. Heutzutage werden viele Höfe von irgendwelchen Magiern und Zauberinnen regiert. Zu Zeiten der alten Kammer wurden solche Berater mit Bedacht gewählt. Weshalb sollten wir unsere Berater nicht selbst wählen? Wegen der Verantwortung, die auf ihnen ruht, Majestät. Die Kammer möchte sich von der Fachkunde der Kandidaten überzeugen. Und davon, dass die Interessen der Kammer gewahrt werden? Selbstverständlich. Das wichtigste Anliegen der Kammer ist schließlich das Wohl der nördlichen Königreiche.
Das Dokument ist unterzeichnet von all unseren vorgeschlagenen Kammermitgliedern und den designierten Beratern. Wir warten nur noch auf die Unterschrift von Sheila de Tankerville. Ohne unsere königlichen Siegel könnt ihr allenfalls Berater von Schafhirten vorschlagen. Wohl wahr, Eure Majestät. Majestäten, ehe ihr unterschreibt, hört an, was ich zu sagen habe. Gesandter, bei allem Respekt. Hier geht es nicht um Nilfgaard und seine Belange. König Henselt hat mich eingeladen. Wollt ihr mir verbieten, das Wort zu ergreifen? Oh, Leto. Was machst du denn hier? Was soll das heißen? Dieser Mann hat heute Morgen versucht, mich umzubringen. Er hat auf eurem Staatsgebiet ein Attentat auf den Gesandten des Kaisers verübt. Sicher ist er schon verhört worden. Er gestand, Foltest und Demavent umgebracht zu haben. Seine Auftraggeber hat er auch genannt. Zauberinnen. Sie halfen mir, die Attentate zu verüben. Sprich weiter. Die Loge der Zauberinnen wollte jene Herrscher beseitigen, die gegen Magier vorgehen. Loge der Zauberinnen? Hier habe ich eine Liste. Philippa Eilhardt, Margareta Laux-Antin, Triss Merigold, Kaira Metz, Francesca Finderbär, Ida Emian und nicht zuletzt Sheila de Tankerville. Zu meiner Beschämung gehören der Loge auch zwei Zauberinnen aus Nilfgaard an. Asire Faranderhit und Fringilla Vigo. Der Kaiser wird in dieser Angelegenheit alles Nötige veranlassen. Unsere Königin pudert sich gerade die Nase. Majestät, was bedeutet das? Alle festnehmen. Euer Dokument wird warten müssen, verehrte Zauberer. Hier kommt jetzt nicht zustande. Dazu habt ihr kein Recht. Ergebt euch, wenn ihr kein weiteres Blutbad wollt. Und zwar dieses Mal in Loch Muin. Ein Gericht wird die Verräter ermitteln. Und diesmal werden alle Zauberer festgenommen. Okay. Schlecht. Geralt, wir sitzen fest. Ich komme nicht durch. Wer ist Sheila fest? Du musst Sheila schnappen. Gut. Ich bin gar nicht da. Isenlein, du kannst besser. Nein, aber wir beenden die Folge. Wir machen es ja jetzt häppchenweise. Ciao. Du hältst mich nicht.